Ja, trotz all dieser Vorzüge und Vorteile sind ja in den vergangenen Jahren immer mehr euroskeptische Stimmen laut geworden in den einzelnen Mitgliedstaaten. Auch dieses gemeinsame Wertefundament, über das wir eingangs gesprochen haben, das scheint langsam erste Risse zu bekommen. Ein Beispiel dafür, Herr Dr. Huber, das sehen wir ja auch in Ihrem Nachbarland in Ungarn. Da sind zuletzt immer mehr europakritische Stimmen laut geworden. Meinen Sie, bröckelt da in gewisser Weise schon das Fundament der Europäischen Union? Man muss die Frage wahrscheinlich globaler betrachten und vielleicht auch ein bisschen anders beantworten. Das, was wir sehen, dass in den östlichen Mitgliedstaaten, der Mittler Speck kann das vielleicht dann auch aus seiner Sicht noch ein bisschen ergänzen, dass es zu einer Änderung in der politischen Landschaft gekommen ist. Ich denke zum Beispiel an Ungarn. Dort ist ja deswegen Orbán so stark geworden, weil die ungarischen Sozialisten abgestürzt sind. Und die haben sich hier betrogen, belogen, gefühlt und so erst ist Orbán an die Macht gekommen. Also auf der einen Seite hat sich die politische Landschaft verändert. Auf der anderen Seite denke ich, dass aber sehr viele oder einige Krisen auf uns zugekommen sind. Ich denke an die Finanzkrise oder eine Zeit lang sehr vorherrschend der Griechenland-Bankrott oder der drohende Bankrott. Dann in den letzten Jahren war die Flüchtlingskrise allgegenwärtig und jetzt ist es natürlich die Corona-Krise. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass sich viele ein Stück weit von Europa wegbewegen. Und da merkt man auch dieses Thema der Renationalisierung, das also uns sehr beschäftigt, vor allem auch was die Visegrad-Staaten zum Beispiel betrifft. Und ich mache an dieser Stelle hier immer gerne den Appell, wir sollten uns wieder alle an das gemeinsame Europa erinnern, an die Vorteile, die wir haben. Natürlich müssen wir die Sorgen ernst nehmen, aber die Vorteile gehören in den Vordergrund gestellt. Und mir geht es vor allem auch um das wirtschaftliche Erfolgskonzept, das Europa für uns alle hat. Zum Beispiel, wenn man nach Österreich schaut, ein Fünftel aller Arbeitsplätze sind vom europäischen Binnenmarkt abhängig. Und das ist für mich ein ganz wichtiges zusätzliches Argument noch. Sie haben es gerade schon eingeleitet. Wir spielen den Ball direkt weiter an Herrn Beck. Wie würden Sie die Situation beschreiben bei sich in Tschechien? Überwiegt da die Europaskepsis ein Stück weit? Ich würde sagen, es überwiegt nicht. Es gibt natürlich in der tschechischen Politik einige Kräfte oder Parteien, die für den Europa-Austritt votieren werden, aber das ist eine Minderheit, ungefähr 10%. Und in den letzten Monaten hat die Unterstützung für EU eigentlich in Tschechien gewachsen. Es ist gewachsen ziemlich viel. Und natürlich gibt es Probleme. Man sieht, dass die Handlung von der Corona-Krise nicht besonders effektiv ist. Aber auf der anderen Seite, es ist ganz klar, dass wir allein nicht imstande wären, eigentlich dieselbe Bedingungen für die Impfungen zu verhandeln. Und ich finde es ganz interessant, dass in Tschechien genau in dieser Zeit die Unterstützung für Europa wächst. Das ist für mich ein positives Zeichen. Natürlich in Polen und Ungarn ist die Lage kompliziert, aber naja, auf der Oberfläche ist es ein neues Phänomen. Aber im Hintergrund gab es natürlich immer in unseren Ländern, nicht nur im Osten, auch im Westen, Kräfte oder Gruppen der Bevölkerung, die eigentlich eine Unsicherheit fühlten und fühlen in verschiedenen Zeiten, in der großen Krise der 30er Jahren und dann nach dem Krieg und dann wieder und wieder.
Und das sind eigentlich alte Probleme, die wir immer neu lösen müssen. Und ich habe viele Freunde in Polen und Ungarn, die sich ganz als zu dem Westen gehören fühlen und die sich mit Europa stark identifizieren. Also man sollte nicht die Ergebnisse von letzten Wahlen überschätzen. Es gibt große Unterstützung auch in Ungarn oder in Polen für die westliche Orientation von diesen Ländern. Ich kann mich in vielen dem anschließen, was meine Kollegen gesagt haben. Also diese Wahrnehmung, dass zum Beispiel, nehmen wir Ungarn, weil ich da wirklich auch schon öfter war und auch viele Kontakte habe, ich nehme Ungarn als ein, also das ungarische Volk, als ein sehr europafreundliches Volk wahr. Und wirklich ein sehr aufgeschlossenes Volk. Und ich glaube, und das sage ich auch in vielen meiner Reden, es ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass wir wieder mehr miteinander statt übereinander reden. Ich glaube, wir haben verlernt, in vielen Teilen eine Diskussionskultur zu wahren. Und natürlich gibt es unterschiedliche Blickwinkel auf eine Frage, eine Sache. Wir hatten, muss man zugeben, auf europäischer Ebene einfach viele, viele Punkte, die sehr strittig waren. Von vielen Seiten in Europa unterschiedlich diskutiert. Nehmen wir das Beispiel der Flüchtlingskrise. Und ich glaube, dass es gar ganz wichtig ist, wieder ganz, ganz viel miteinander zu reden, so wie wir es ja hier auch tun und wie Mikolas und Sebastian und ich das eigentlich auch regelmäßig pflegen, diesen Austausch und einfach mal zu fragen, wie seht ihr das denn?